beginnt ja die kalte Jahreszeit und da wird ja auch sehr gerne Raclette gegessen. Welche Sorten hat man da und kann man auch andere Käse eventuell nehmen? Es fängt an mit einfachen pasteurisierten Raclettes bis zu schönen hochwertigen Rohmilch-Raclettes, auch Fermiers, Bauernherstellungen, wo ganz spezielle Käse dann sind. Ich finde immer, für ein Raclette sollte ein bisschen Volumen und Geschmack da sein. Das sollte man dann schon eigentlich Rohmilch-Raclettes nehmen. Die haben ja in der Regel alle um die 50% Fettanteil. Das ist auch schön schmilzt. Ist auch ein Preisgefüge drin von wirklich teilweise Produkte unter einem Euro bis zu 3-4 Euro 100 Gramm. Und genauso ist es auch dann auch vom Geschmack. Manche machen mit Bärlauch ein bisschen rein. Es gibt auch mit ganz fein mit Trüffel, mit Chili. Und was auch mal toll ist, Raclette aus Schafsmilch oder mal aus Ziegenmilch. So zum Abrunden mal so ein bisschen noch dazu. Ich mache gerne mal so eine kleine Schale von dem Wascherer. Da kann man sich ein Stückchen rausschneiden, in ein Pfännchen reinlegen. Ganz, ganz toll. Welche Menge berechnet man dann pro Person? Man sagt eigentlich so 200 Gramm an Käse pro Person. Das ist so die Faustformel. Für mich persönlich langt das nicht. Und meine Frau isst dementsprechend auch ein bisschen weniger. Aber im Schnitt ist es so, man sagt 200 Gramm pro Person. Das kommt hin. Welche Käsesorten eignen sich da besonders gut, um Käsefondue zu machen? Also in der Regel nimmt man ja immer die Schnitt- oder die Hartkäse. Das typische Fondue aus der Schweiz wäre dann mit Gruyère, Emmentaler. Wird dann verfeinert nochmal mit dem Friburger Vacherin, ein schöner Schnittkäse. Frankreich ist dann mal ganz typisch mit dem Abondans oder mit dem Comté. Ich habe von einer tolle Kundin jetzt ein Rezept gekriegt, und zwar die nimmt fast nur Époisse. Époisse ist eigentlich ein Weichkäse, richtig kräftig intensiv, und den genauso als Fondue gemacht. Da ein bisschen verfeinert noch immer mit einem kleinen bisschen Comté als Abschluss dann dazu. Es gibt andere, die nehmen einen tollen Gaberon als Abschluss, diese kleine Knoblauchnote mit Pfeffer, und das dann zum Schluss noch mal in das Fondue rein, wenn das mit Comté schon ein bisschen weich ist. Was ich ja liebe, wenn ich zu dir einkaufen gehe, ist ein Käse, der in so einer Holzschachtel rund ist, den man auch so in den Ofen stellt. Schneiden kurz ein, drücke eine ganze Knoblauchzehe drauf und mache oben einen Schuss Weißwein drauf. 180 Grad Umluft, so 20 Minuten. Zum Schluss könnt ihr noch mal ein bisschen für die Farbe noch so ein paar Minuten dann Oberhitze machen und dann raus. Frische Kartoffeln dazu. Es gibt mal 350 Gramm, 700 Gramm oder 2,5 Kilo. Ganz, ganz toll. Also es gibt wirklich große, große Möglichkeiten.